Jeder dritte Deutsche hat ein Problem damit, mal das ganze Leben, mal nur vorübergehend. Wir wollen heute über Allergien reden. Bis zu 30 Millionen sind betroffen, haben Sie gesagt. Was sind die häufigsten Allergien? Ja, das ist fast jeder dritte Deutsche, ne, der eine Allergie hat. Die häufigste Allergie ist der klassische Heuschnupfen, also Nase rinnt, Augen tränen, brennen, der Hals kratzt, man wird heiser. Das ist die häufigste Allergie, aber im Kommen sind vor allem Nahrungsmittelallergien und die stellen eine große Schwierigkeit dar, vor allem für Kinder und natürlich auch für Erwachsene, weil Glutenunverträglichkeit wird der eine oder andere schon gehört haben oder Weizenunverträglichkeit im Allgemeinen heißt ja für den Betroffenen, dass er praktisch kein Brot, keine Nudeln essen kann, fast keine Speise im Restaurant mehr essen kann, die Frage sich stellt, ja, was kann ich denn überhaupt noch essen, wo diese Allergene nicht drinnen sind. Und wie gesagt, auch Schulküchen müssen sich jetzt nach und nach darauf einstellen, aber es ist natürlich problematisch, wenn mehr Kinder viele verschiedene Allergien, Nahrungsmittelallergien haben. Was passiert denn bei so einer Allergie im Körper? Ja, ist eigentlich was ganz Komisches. Also der Körper reagiert auf eine Substanz, die eigentlich für ihn gar nicht schädlich ist. Tut aber so, als wäre sie ganz schädlich für ihn und versucht sie zu bekämpfen und auszuscheiden. Deswegen kriegt man, wenn es Nahrungsmittelallergien sind, Durchfall, Blähungen, der Darm rumpelt eben. Wenn es Allergene sind, die eben auf die Schleimhaut treffen, dann fängt das Auge zu rinnen an, weil das Auge möchte, dass dieses Allergen raustransportiert wird. Vom Prinzip her sind es Eiweißstoffe, also etwas, was unser Körper eigentlich braucht, die ganz ähnlich sind wie die Eiweißstoffe, die er auch sozusagen selber produziert oder selber aufnehmen kann. Sie sind ganz ähnlich, aber nicht gleich. Und dieser kleine Unterschied, der macht sozusagen diese Allergie aus. Und eigentlich ist es, wie gesagt, eine Fehlfunktion unseres Darms, ganz im Zentralen gesagt. Inwiefern des Darms? Ich meine, wenn ich jetzt einen Heuschnupfen habe, was hat das mit dem Darm zu tun? Also im Darm sitzt eigentlich, das haben wir in den letzten 5 bis 10 Jahren herausgefunden, sitzt eigentlich unser zentrales Immunsystem, also die Stellen, die Wachorgane sind, um sozusagen dem Körper zu sagen, was gehört nicht rein in den Körper, was ist schädlich für uns und was kann der Körper aufnehmen. Sinnvollerweise im Darm, weil der Darm natürlich das Organ ist, wo alle Nahrung, alles eigentlich durchfließt und wo der Körper entscheiden kann, das scheide ich aus, das nehme ich auf. Mhm. Und da gibt es so Peyersche Plaques, das sind so runde Stellen. Wenn man Darmspiegelung macht, sieht man die auch schön. Da sitzen richtig diese Immunzellen, die dann dementsprechend reagieren. Und problematisch ist halt, wenn der Darm nicht mehr ganz gesund ist. Geschädigt durch Antibiotika, geschädigt durch falsche Ernährung, durch fettreiche Nahrung, durch zu häufige Nahrung, dann wird die Darmschleimhaut dünner, die Schutzbarriere fehlt. Und wenn die Schutzbarriere fehlt, dann sind diese Bakterien nicht mehr funktionsfähig. Unsere Polizei im Darm kann dann nicht mehr richtig arbeiten, ist sozusagen in zu geringem Maße vorhanden und Allergien können sich ausbreiten. Also wir hatten es ja auch schon bei sehr vielen Themen, dass der Darm dort mit beteiligt ist. Eine Allergie bekämpfe ich am besten, indem ich meinen Darm saniere. Es ist so, und die neuesten Studienergebnisse auch bestätigen das, vor allem bei Nahrungsmittelallergien, aber bei allen Allergien, wenn der Darm nicht funktioniert, kann man machen, was man will, kann man Akutmedikation nehmen, die Allergie wird nicht weggehen, sondern ganz im Gegenteil, wird sich ausbreiten auf andere Allergene. Also zentrale Sache, wenn man eine Allergie hat, wurscht welche, der Darm muss saniert werden, weil sonst wird man diese Allergie nicht los und sie wird schlimmer werden. Und wie macht man das? Eigentlich ist es etwas ganz Einfaches. Man setzt die Bakterien, die reingehören in den Darm, einfach wieder rein. Es gibt ganz tolle Präparate mit praktisch Lebendbakterien. Die sind einfach nur gefriergetrocknet, also eingeschläfert mehr oder weniger. Die schluckt man, die wachen im Darm wieder auf, besiedeln diese Darmflora und dann ist der Darm wieder gesund. Das dauert halt lang. Man kann sich vorstellen, der Darm ist so groß wie ein Fußballfeld. Bis da alle Darmbakterien drin sitzen und an dem Ort, wo sie hingehören, das geht natürlich über eine ganze Weile. Und man kann den Darm halt schön unterstützen dabei. Also die Bakterien alleine tun es oft nicht, weil die Schleimhaut so geschädigt ist, Entzündungen schon im Darm sind. Dann kann man eben tolle Sachen aus der Natur nehmen, wie das Schwarzkümmelöl. Ich kann mir nun vorstellen, dass viele Zuschauer sich scheuen, weil Bakterien, da hat man ja immer so ein bisschen Angst davor. Sind damit auch Risiken verbunden? Eben überhaupt nicht, weil es die darmeigenen Bakterien sind. Die sitzen auf unserer Haut, die sitzen auf unserer Schleimhaut, die sitzen im Darm drinnen. Es sind eine bestimmte Mischung von Bakterien, die eben gar nicht gefährlich sind. Wobei auch Bakterien dabei sind. Gerade die neuesten Forschungsergebnisse haben uns gezeigt, dass
Bakterien, die gefährlich sind, durchaus auch in geringem Maße im Darm reingehören. Also wie gesagt, eine richtige Mischung macht's. Nicht ein Bakterium muss rein, ein bestimmtes, sondern sozusagen das ganze Zusammenspiel von Bakterien, das ist im Darm die sozusagen Lösung, um Allergene zu vertreiben und eben den Körper zu schützen. Ein spannendes Thema, denke ich. Die Fachleute sitzen hier vor Ort. Wenn Sie sich näher darüber informieren wollen, dann denke ich, einfach anrufen, Termin vereinbaren. Genau, so ist es. Einfach uns Fragen ansprechen und da können wir gerne beraten. Es gibt auch ganz tolle Broschüren dazu, wo man sich das erstmal durchlesen kann, um so ein bisschen, ja, sich in die Materie reinzuarbeiten. Danke.